Wir sind wieder da beim Witcher und wir haben einen Mitstreiter namens Folan. Ich glaube, sein Vorname ist Diego. Und da wissen wir seit Gothic schon, dass er ein guter Mitstreiter ist. Wir haben mehrere Möglichkeiten. Wir müssen immer noch Hjalmar finden, der den Eisriesen sucht. Wir können entweder über den See oder wir schauen erstmal, was seiner Mannschaft zugestoßen ist. Ich würde sagen, wir machen erstmal das. Über den See können wir immer noch. Heute fahren wir über den See, über den See. Das ist ein Lied, das der Fritz gerne mal anstimmt. Ich persönlich finde das alles sehr rätselhaft. Dafür sieht die Landschaft mit Katze recht schön aus. Ja, und okay, mit perfektem Timing. Wo ist denn Folan hier? Hier brummt was. Achso, das sind die alten Spuren, die kennen wir ja schon. Wo müssen wir denn hin? Ah ja. Beim Dorf Urska gibt es weitere Spuren und dann können wir uns hier noch umsehen. Und dann theoretisch über den See rüber. Achso, was ich erst noch machen wollte, war meinen Charakter pimpen, denn ich habe einen neuen Punkt bekommen. Und irgendeiner von euch hat natürlich recht, das ist ein Quatsch hier. Diese ganzen Dinger die ganze Zeit anzuhaben, weil die überhaupt nicht von dem Mutagen hier verstärkt werden. Die Vitalitätsregeneration finde ich persönlich ganz praktisch. Das heißt, ich mache den Machtzufluss mal weg. Ich finde eh so wenige Orte der Macht, obwohl, wie ihr auch geschrieben habt, es davon sehr, sehr viele gibt. Das heißt, ich kann hier zumindest meine Rüstungsschmelze hier noch mit einbauen. Dann wird die nämlich noch verstärkt. Ja, und dann mache ich meinen Feuerstrom mal auf Maximum. Der gefällt mir ganz gut. Jetzt habe ich natürlich ausgerechnet jetzt einen Kumpel bekommen, was mich ein bisschen ärgert, denn ich würde gerne zu einem Händler. Liebe Zeit, soll man hier mal scannen, was das ist, aber das kennen wir, glaube ich, schon. Ja, da haben sie diese Bahre langgezogen, oder? Naja. Und mein Inventar mal ein bisschen aufräumen. Ah, da haben sie das Schiff lang geschleppt, genau. Na, dann leuchtet der halt nicht mehr. Hoppala. Ich wage jetzt mal einen Test. Da ich jetzt eh gleich überladen bin, es hier eh gleich dunkel wird und ich mal davon ausgehe, dass die Herrschaften, die es hier entwickelt haben, auch mitbedacht haben, dass man sich auch mal verschnellreist, wenn man einen Kumpel hat, dann speichere ich jetzt mal und mache jetzt mal schnell eine Schnellreise. Und wohin? Ganz weit weg, nämlich nach Krähenfels. Da kann ich nämlich mein Zeug verkaufen, habe hier noch eine Gwent-Runde offen und kann Fergus nämlich diese super Waffen von Undweg geben. Also die Schmiedewerkzeuge. Und dann kann ich frisch und befreit nach der Mannschaft von Hjalmar suchen. Jetzt weiß ich noch nicht, ob Folan hier mitkommt oder ob der dann auf mich wartet, ob ich den überhaupt brauche. Also hier ist er schon mal nicht. Wäre blöd, wenn ich den jetzt verloren habe, aber dann hätte das Spiel echt ein Problem, weil ich muss doch zwischendurch auch schnell reisen können, auch wenn ich einen Begleiter habe. Gut, hier ist der Händler mit dem Dry Curd, der ist aber gerade im Feierabend, das heißt, wir warten mal bis morgen früh.
machen durch bis morgen früh und singen Bumsfallera. Spot a cider for you? Or a bit of dry curd? My lad is not exactly bursting, but what I got sure to please. Like to take a look. Hat er denn ein bisschen Geld? Ja, viel ist es nicht. Für den ganzen Kleinkram. Zerlege ich mal lieber wegen den Perlen. So viel habe ich schon verstanden. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ich an so Plunder auch lieber zerlegen als verkaufen sollte. Wahrscheinlich alles. Das mache ich dann oben bei Fergus. Farewell. Ye seek trouble? Give me the coin. Tails, we clean the shit out of the stable. Heads, we go. What's up? You, white one. What's your business? Oh, hold on. So, Fergus. Für dich habe ich doch was. May I assist you? Went to Undvik a while ago. Found these. Well, goose kick me. These look like the real thing. Because they are. Look at the markings. Authentic. How did you get them? Naja, da hat es falsch anfangen. Da bin ich zu nett für. Long story. Might tell it someday. But right now I need that armor. Harman Ep Grönekan, Lieutenant General of the 2nd Mounted Army. Welcome to our humble establishment. A true honor to host one of such renown. I've heard the General's a connoisseur and collector of armor. This is true, and they call you a master of the craft. All too kind, sir, truly. I need a suit of armor, heavy, able to withstand piercing projectiles. Piercing projectiles? Oh, bolts, you mean? Mm, that ain't easy. Needs a special alloy. Tempering. The new tools. We can do it. Stoke the fire. I'll ready the rest. Bold, your worker. You allow her much. You know how it is, General. Good help's hard to come by. We should go outside. There's business to discuss. Gehen wir doch im Regen hinaus in den Regen. It's always the same. I've had enough. Enough? They treat me like I'm nobody. The menial labor. Truth is, the Nilfgaardian, the one Fergus is kissing up to, I'll have to craft his armor. Yours too, for that matter. Hmm. So what's Fergus do? Horseshoes, nails, not much else he can do, seeing as he cocks up simple bungs. But in the end, they call him Master. No one'd ever think I could be a skilled armorer, a human, and a woman to boot. A dwarven blacksmith. Oh, that's another story. Ja, dann mach dich doch selbstständig. Aber vorher spielen wir noch Gewinnt. If that's the case, stand your ground. Don't let him treat you like this. I won't. Not anymore. He can craft the Nilfgaardian's armor himself. I'll make another suit, and we'll see which one's better. I need but one thing I can't get on my own. Would you help me? Na klar. Depends what it is. To finish the armor, I'll need to harden it, quench it in a bath. Oil's what we usually use, but I want to use acid. Hmm. Kiki Moors and Archgriffins spit acid. Archgriffins? Draconic Griffins, you mean? Baron's men came by a few days back, said they'd seen one north of Crow's Perch. It had killed some folk out there. Das kriegen wir hin.
Bound to be a notice posted for the Griffin anyway. Could kill two beasts with one stone. Fine, I'll see what I can do. Bring me the acid and I'll prove I'm better than Fergus. And I'll craft armor for you, lots of it. The kind no other armorer can. Das klingt doch mal richtig cool. I've armor to finish. We'll talk later. Ja, Moment mal. Sorry, no time to chat. Ach komm, jetzt kann ich mein Zeug hier nicht verkaufen, oder wie? Weil ihr so busy seid. I've armor to finish. We'll talk later. Ist nicht euer Ernst. Sorry. No time to chat. Mann, ja, dann red nochmal mit dem Quartermaster und verkauf mal den Krempel an den, ich habe eh genug Geld. Fancy a gander at our little stockpile. Show me what you got. Gut, schwächer als meine. Das elegante Hemd, die Tunika. Das elegante Hemd behalten wir mal. Das sah blöd aus. Bräunig. Die Hose von Skelliger behalten wir mal. Diese Galoschen auch. Diese ganzen Mickey-Maus-Schwerter brauche ich auch nicht mehr. Stufe 24, die behalte ich mal. So. Schon mal gut. Jetzt können wir wieder ein bisschen was schleppen. Was mit den Trophäen? Da kann ich zumindest mal die zwei Sattel loswerden. Und die zwei. Die packe ich mir dann in die Kiste. Ihr habt ja recht, man sollte die nicht herschenken. Ich weiß auch gar nicht, bei Blood and Wine. Ach so, jetzt kann ich hier meine Sachen nicht reparieren. Sehe. Bei Blood and Wine habe ich doch so ein Weingut irgendwann. Kann ich da die ganzen Trophäen aufhängen, hätte ich die mal alle behalten sollen? Wäre natürlich schade, wenn ich da jetzt mich nicht entsprechend ausrüsten könnte zu Hause. Jetzt probieren wir es nochmal mit Fergus. Komm. Oh Mann. Ist das ärgerlich. Gut, dann gehen wir mal hier runter an die Anschlagstafel, weil da ist wahrscheinlich dann der Auftrag für den Greifen. Erstklassige Pilzgründe. Im tiefen Wald findet sich ein Unterholz, wo man stets zahlreiche Pilze sammeln kann. Ich zeige den Weg gegen entsprechende Entlohnung, auf dass die Kleinen nie mehr vor Hunger weinen. Sophie. Zwangseinberufung. Es ist Zeit, die Burgwache um neue Rekruten zu ergänzen. Jede Familie hat einen gesunden, waffenfähigen Mann zu stellen. Familien, die keine geeignete Person unter ihrem Dach haben, müssen eine Ersatzleistung in Silber oder einem entsprechenden Gegenwert erbringen. Schlauen Feiglingen, die sich drücken wollen, indem sie sich den Daumen abschneiden, sollen als Lektion und Schandmal beide Hände abgeschlagen werden. Ich habe ein Händchen für Dächer und am Werkzeug fehlt es auch nicht. Wer sich nicht um seine Hütte kümmert, ist ein Armleuchter. Ein paar davon gibt es in Mittelhain, die wollten meine Dienste nicht. Ihre Hütten sind abgebrannt. Muss wohl das Schicksal gewesen sein, das ihnen Feuer sandte, um ihnen zu zeigen, wie unklug es ist, an diesem Ende zu sparen. Denkt drüber nach, Leute. Komisch. Wir haben 5 neue Welpen, klein und knochig, aber ausreichend für einen Eintopf. Boah, ich verkaufe sie für ein paar Kronen je Stück oder tausche sie gegen andere Lebensmittel. Martha, fies. Die starken, geschmeidigen Hände meiner Tochter haben schon vielen geholfen, die von Hexenschuss oder anderen Schmerzen im Rücken geplagt wurden. Sie kamen in Not und gingen erleichtert. Wer von der harten Feldarbeit krumm wie ein überlasteter Ochs sich fühlt, der komme zu unserer Hütte und lasse sich helfen. Ellie, verschwende nicht eure und unsere Zeit mit lüsternem Begehr. Greif im Hochland, da ist es. Lest dies genau durch, wenn ihr gutes Geld machen und euren Mitmenschen helfen wollt. In den Hügeln nördlich von Krähenfels treibt eine Bestie ihr Unwesen, vermutlich ein Greif. Wer sie tötet und dem Quartiermeister von Krähenfels eine Trophäe bringt, bekommt eine angemessene Belohnung. Wer sich dagegen nicht um seine Mitmenschen schert und auch nicht den Mumm hat, einem Greifen entgegenzutreten, der halte sich fern, sonst endet er als Abendessen der Bestie. Was wohl bedeutet, dass Selbstmörder ruhig zum Monster gehen und ihr sehr jämmerliches Leben beenden können. Quartiermeister von Krähenfels. Klingt nach einem Plan. Den machen wir doch glatt mal kaputt. Ein Erzgreif. Mal schauen, ob den überhaupt schon
Level 24, ja. Sollten wir schaffen. Dann muss Hjalmar kurz mal warten. Obwohl, das macht im Kontext gar nicht so viel Sinn. Hier kann ich irgendwann nochmal hinkommen. Ganz ehrlich. Ich will erst gerne das Hjalmar-Ding abschließen. Das darf ich auch nicht vergessen. Hat mir jemand geschrieben. Genau, da ging es weiter. Klar wartet Hjalmar auf mich. Aber wir haben echt schon so lange in Wellen jetzt. Das machen wir dann, sobald wir das nächste Mal irgendwie größere Rüstungs-Action brauchen. Geralt? Ja? Wo waren wir hier in Usk? Uska, richtig? As the Edifer of Vengerberg told it, there had been a magic explosion in Skellige. Related to Ciri's reappearance, it had destroyed a vast swath of forest. Geralt set out for the Isles to join the sorcerer. Schau mal, ob Fulan auf uns gewartet hat. Ansonsten wäre ich da sehr enttäuscht, ehrlich gesagt. Hat er, wie schön. Nur wo er ist, weiß kein Mensch. Ah. Na gut. Also, was ist Hjalmars Mannschaft zugestoßen? Überall Fußspuren. Was mich ein bisschen ärgert, ist das mit diesem Schiff da hinten. Ich kann doch normalerweise alle rot markierten Sachen mir ansehen. Das Schiff ging aber nicht. Aber die Schleifspuren, vielleicht habe ich da zu spät angefangen. Da schaue ich gleich nochmal hin, sobald ich hier geplündert habe. Dieses Schiff. Aber da gibt es keinen Untersuchungspunkt. Und hier entlang dieser Spuren. Ist da kein einziger Untersuchungspunkt? Haben die das Schiff den ganzen Weg da lang geschleppt? Tatsache. Auch hier die Schwerter kann ich mir nicht anschauen. Ah, na gut. Alles für die Katz. Ziel der Geschichte ist wahrscheinlich sowieso, dass ich eigentlich nur in diese Schmiede muss, wo ich die ganzen Hinweise, die ich jetzt gerade suche, sowieso schon gefunden habe. Das habe ich ja schon gesehen, dass es hier diesen Kampf gab und dann ging es nämlich hier rauf. Und laut Karte muss ich zu der Schmiede, genau. This way.
Genau, da waren wir dann in der Höhle. Need to find another way. Also durch die Höhle durch, da waren wir auch überall schon mal. Dann machen wir das jetzt alles in der offiziellen Reihenfolge. Show me what you got. Fragt sich, wie Fulan hier lang kommt. Aber der wird sich dann schon wieder irgendwo blicken lassen. Auch das müssen die Entwickler ja irgendwie mitbedacht haben. Ah, da ist er ja schon. Siehst du? Auch nicht gerade auf der Brennsuppe dahergeschwommen. Der gute Fulan. Wo müssen wir hin? Hm? Wo Fulan? Ist doch irgendwie hier nach oben. Ich will mich echt nicht beschweren, aber mit diesen Sichtverhältnissen hier diese Wege suchen, das geht doch besser. Clean cut. Head probably went flying. Jetzt die Fackel mal zusätzlich an. Das haben wir ja schon alles gesehen. Da ist dieser geile Harpienbaum. Sollen wir hier mal ein bisschen Terz machen? Nee, oder? Na, wieso auch nicht? Ja, okay. Fulan nimmt mir die Entscheidung ab. Alter, ist ja noch ein Schatz. Den ich schon geplündert habe, den mir meine Sicht jetzt nicht so richtig gut anzeigt. Naja, was soll's. Fulan, du wackerer Wandersmann. Weiter geht's. Wieder Verschlinger. Ja, deswegen soll man nicht in der Nähe von seinem explodierenden Kumpel stehen. Au. Das ist nicht gut und auch nicht gesund. War ich auch schon überall.
Geschafft. Ja, dann müssen wir jetzt nur noch offiziell das durchsuchen, was wir gerade schon durchsucht haben. Hier ist natürlich abgeschlossen. Also den Questmarker hätte ich ganz gerne noch entfernt mal. Ach so, das war der ganze Scheiß, den ich hier abgelegt habe. Mhm. Naja gut, jetzt habe ich ja wieder ein bisschen Platz. Dann verkaufe ich es bei nächster Gelegenheit. So, was muss ich jetzt hier offiziell anschauen, damit der Questmarker mal verschwindet? Know the Isle well? I've never been here before. Guess you could say I've never been fond of Clan Tortorok. In fact, no one in Ardskellig's especially fond of them. You claim Ardskelligers don't like the people of Unvik, yet you helped them after the giant attacked. When you see of a drowning man in a storm, do you ask what clan he's from first? Point taken, I guess. But your people gave them shelter, and now you've come to kill the giant. Of course we've come. Winning back Unvik's the best way to get those folk off Ardskellig. Any clan out there Ardskelligers are friendly with? Well, certainly wouldn't be those Brokvar cowards. They'll say it ain't so. But 100 years back their Jarl walked them off the battlefield just because the enemy showed in greater numbers. And Faro folk are cheats and thieves. Everyone knows it. The Twirsek of Anskellig always been too big for their britches. Now madman Lugus's clan. They're all right. Funny. Thought they were your greatest enemies. They are. But we just can't respect the other clans. Das ist ja schön. Ein bisschen Rassismus hier. Ist ja wie im Regionalfußball. Naja. Gut, in der nächsten Folge finden wir mal raus, was jetzt hier wirklich geschehen ist. Und dann finden wir hoffentlich auch Hjalmar. Bis zum nächsten Mal.